So, und da bin ich auch schon wieder. Das ist die letzte Aufnahme in dieser Staffel. Und vielleicht auch die letzte, die wir jemals im Standard-Texture-Pack sehen werden. Ich werde diesmal die Umfrage an die Season koppeln, direkt also ins Thema rein. Und wir haben schon wieder keinen Stein. Was aber gar kein Problem ist, da wir hier runter können. Und dann von hier in den Keller. Wie gesagt, das nächste Mal dann wieder auf Easy. Das mit Hard, das war einfach nur ein Experiment, um zu zeigen, wie das ist. Und für jemanden, der sonst nur auf Peaceful spielt, ist Easy schon gar nicht mal so schlecht. Aber ich denke, ich habe mich gut geschlagen. Jetzt will ich noch zusehen, dass wir den Westflügel da fertig kriegen. In 15 Minuten. Und wir nächste Mal halt dann die Burg fertigstellen können. Mit Wasserfall, mit Lava-Spots, mit allem drum und dran. Auch wenn es diesmal etwas langweilig war, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, es wurde gewünscht, dass ich mal ein bisschen mehr an meinem Häuslein baue. Was ich mir vorstellen könnte, dass wir dann nächste Mal, wenn alles fertig ist, hier eine Expedition machen könnten. Wieder mal etwas weiter weg. Ein bisschen Clay sammeln. Oder weiß der Geier was. Je nachdem, was wir finden. Dann mit vollen Taschen wieder zurückkommen und uns freuen, wie toll wir sind. Aber erstmal wollen wir noch die letzte Viertelstunde der dritten Aufnahme miteinander verbringen. Und schon wieder eine Axt zum Teufel gejagt. Auf der Dachterrasse werden wir dann massig Getreide anpflanzen. Da muss ich auch noch überlegen, wie wir das genau machen, denn es dürfen dann ja keine Tiere dort spawnen. Tiere würden uns dann nur im Getreide rumtrampeln und uns alles kaputt machen. Eine Idee habe ich aber schon. Es darf halt kein... Jetzt habe ich mich so angestrengt, dass da oben Gras wächst und jetzt sage ich hier einfach mal pauschal, es darf da oben kein Gras wachsen. Ja, Minecraft ist in der Hinsicht schon komisch. Man kriegt neue Ideen, während man alte Ideen weiter ausbaut. Ich überlege auch schon, ob ich irgendwann mal ein Let's Build mache. Sprich, ich farm die ganzen Rohstoffe zusammen. Und dann filme ich einfach nur, wie es gebaut wird. Das ist jetzt so eine Überlegung. Da überlege ich noch, wie ich es weitermachen kann. Denn wenn ich jetzt überlege, mit Special, mit Rift, das wären dann, dann noch ein Let's Build dazu, das wären dann vier Sachen am Tag. Das kriege ich dann unmöglich alles hochgeladen und fertig gemacht. So, hier kommen wieder Fackelchen hin. Ich hoffe, die reichen auch aus, dass man hier genug sieht. Also bei mir ist es immer hell genug. Das ist YouTube dran schuld. Das ist die schlechte YouTube-Qualität, die euch das dunkel macht. Und das bin ich ich. Auch wenn gar keine Fackeln stehen, ist es bei mir natürlich wunderbar hell und das liegt absolut nur an YouTube. Immer noch stockduster. Ja, wir haben jetzt erstmal wieder genug Steine. Ich will jetzt auch nicht zu lange in dieser Mine verschwenden. Aber schon schön tief geworden. Ich finde es auch mit der hohen Decke schön. Ah, Wollträger. Nackte Wollträger. Boah, gleich nach der Aufnahme erstmal das Texture Pack wechseln.
bevor ich auf den Server spielen gehe. Ich kann diese Pixel schon langsam nimmer sehen. Habe ich mich vor kurzem mit einem angelegt, der meinte, Minecraft sei 8-Bit. Wie gesagt, nee, das stimmt nicht, ist 16-Bit. 8-Bit sehe blockiger aus. Also es sind 16 Teile pro Reihe. Das letzte Glas ist fertig. Schauen wir mal hier raus. Also es sieht wirklich so aus, als wäre hier nichts im Bereich gespawnt. Was ich natürlich ganz toll finde. Eine Decke gelegt. Also die Hälfte fertig kriegen, das heißt ungefähr bis, ich sag mal, zwei noch dazu. Die andere Seite ist hier ein Stück breiter. Wenn man in diese obere Etage reinkommen wird, habe ich mir auch noch nicht überlegt. Nicht so wirklich. Wahrscheinlich auch die ganze Zeit kaum was gesehen, weil ich hier wieder ziemlich im Dunkeln arbeite. Ich muss doch mal gucken, dass ich irgendeinen Licht-Add-on kriege. Oder Mod. Letztes Mal hatten wir hier noch einen freigelassen. Diesmal ziehen wir hier die ganze Reihe gerade durch. Stellen dafür die Dinger hier auf. Jetzt möchte ich hier eine Treppe haben. Hier, das müsste jetzt ein neben der Tür sein. Und hier. Oh. Das hat sich gerade angehört wie ein Schweinezombie. Natürlich nicht. So viel dazu, wir kriegen den Westflügel fertig. Aber wir haben trotzdem ein schönes Stück geschafft. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. So,
legen wir noch ein bisschen Dreck, von dem ich hinterher die Hälfte eh wieder wegwische. Warum verlege ich ihn dann überhaupt erst? Ich könnte auch theoretisch direkt eine Reihe verlegen. So, hier vorm Haus kommt hinterher Holz hin. Also auch kein Gras. Und wenn man hier noch gerne am Rand entlang laufen möchte, kommt hier eine Reihe Steine hin. Theoretisch könnte ich auch rundherum Kabel machen. Stimmt, mach rundherum Kabel, damit man einmal drumherum laufen kann. Und ansonsten ist das hier die erste Reihe, die dann mit Getreide kommt. So. Und das hier die zweite Reihe mit Getreide. Ja. Und quasi hier zwischen kommen dann, hier kommt dann Wasser rein, das wären dann die Wasserkanäle. Hier schwimmt dann Wasser, da schwimmt man dann quasi einmal die Reihe entlang, erntet links und rechts alles ab und pflanzt alles neu. Das machen wir hier am besten gleich die ganze Reihe durch. Dann haben wir zumindest etwas Sinnvolles mit dem Platz hier oben gemacht. Aber das dann wirklich erst in der nächsten Aufnahme, in Season 4. Die ich dann wahrscheinlich auch erst in 2 Wochen aufnehmen werde. Aber ich glaube, man kann sich das jetzt schon recht gut vorstellen, wie es aussehen wird. Und einen schönen Ausblick wird man von hier auch haben. Besonders nach unten, wo dann alles hier in die Falle reinrennt. So, noch 1,5 Minuten habe ich noch. Mal gucken, was ich noch alles verbaut kriege hier. Ansonsten verabschiede ich mich schon mal. Also die Aufnahme hat mir persönlich ziemlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, obwohl wir viel gebaut haben und wenig erkundet oder erforscht haben. Aber mein Gott, das gehört zu Minecraft dazu. Minecraft ist halt überwiegend bauen, minern. Ich mache das nur bis vor dem Ding, denn 1, 2, das sind jetzt schon 4 Reihen. Dann können wir den Rest vielleicht als Grünfläche doch benutzen. Wo ich jetzt mein einziges Grün hier oben abgerissen habe. Aber da um die Ecke gibt es ja noch mehr. Ansonsten habe ich bis nächstes Mal bestimmt auch schon wieder den Mod, mit dem man Grasdinger bauen kann. Und mit dem Abschluss dieser Reihe werde ich dann auch die Aufnahme beenden. Und mich etwas zurücklehnen und entspannen. Und mir vor allem den Mund erstmal entfusseln. So, ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Aufnahme, was bei euch ja schon morgen sein wird quasi. Da ich ja immer auf Vorrat produziere. Und wir werden sehen, mit welchem Texture Pack wir dieses Zimmer dann wiedersehen.